Am 3. März 1972 war es soweit. Mit Pionier 10 verließ erstmals eine Raumsonde unseren blauen Heimatplaneten, um den Weg zum gigantischen Jupiter anzutreten. In den nachfolgenden Jahrzehnten sollten schließlich 6 weitere unbemannte Raumflugkörper die Gefilde des Gasriesen erreichen. Im Zuge dieser Erforschungsmissionen wurden uns nicht nur wichtige Erkenntnisse über das größte Mitglied unseres Planetensystems und dessen Monde, sondern auch atemberaubende Aufnahmen des Planeten geliefert. Was wir bislang über unseren riesigen galaktischen Nachbarn herausfinden konnten und welche Bilder uns die kosmische Schönheit des Himmelskörpers zeigen, erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Ihr könnt euch für die großen Rätsel und verblüffenden Entdeckungen im Universum begeistern? Dann abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um uns auf unserer galaktischen Reise zu begleiten und nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge spannend informieren können. Der Jupiter – ein kurzer Überblick. Kein anderer Planet im Sonnensystem besitzt derart gewaltige Ausmaße wie der Jupiter. Im Detail beläuft sich der Eigendurchmesser des Himmelskörpers auf sagenhafte 143.000 Kilometer. Zur Einordnung: In der Theorie würde unsere Erde problemlos über 1000 Mal in unseren gigantischen Nachbarplaneten hineinpassen. Diese beeindruckenden Dimensionen führen letztlich dazu, dass wir den Jupiter deutlich am Firmament erkennen können. Und das, obwohl zwischen uns und dem imposanten Himmelskörper eine Distanz von mehr als 600 Millionen Kilometern klafft. Im Gegensatz zu den terrestrischen Planeten im Sonnensystem weist der Jupiter indes keine feste Beschaffenheit auf. So wird das nach dem römischen Hauptgott benannte Himmelsobjekt in die Klasse der Gasplaneten eingeordnet. Mit zunehmender Tiefe gehen die Gase, aus denen sich der Jupiter zusammensetzt, schließlich in einen überkritischen Zustand über. Das heißt, dass sich die entsprechenden Substanzen in einem speziellen thermodynamischen Zustand befinden, innerhalb dessen die Eigenschaften von flüssigen und gasförmigen Aggregatzuständen miteinander kombiniert werden. Obwohl der Jupiter hauptsächlich aus flüchtigen chemischen Verbindungen, allen voran Wasserstoff und Helium, besteht, halten es viele Experten dennoch für möglich, dass der Gasriese einen festen Kern besitzt. Das kolossale Herz des Planeten setzt sich wahrscheinlich aus Eis und Gestein zusammen und kommt mit einer Eigenmasse daher, welche die der Erde um das 20-fache übertrifft. Die chemische Zusammensetzung erlaubt es dem Jupiter zudem, eine sagenhafte Eigenrotationsgeschwindigkeit zu erreichen. Obwohl ein Vielfaches größer als die Erde, benötigt der Gasriese weniger als 10 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Die Kräfte, die infolge der rasanten Drehgeschwindigkeit auf den Planeten einwirken, führen schließlich dazu, dass sich der Himmelskörper an seinen Polen deutlich schlanker präsentiert als an seiner Äquatorebene. In einfachen Worten ausgedrückt ist der Jupiter somit etwas gestaucht und erscheint breiter als hoch. Bis der größte Planet im Sonnensystem den zentralen Wirtsstern einmal umlaufen hat, vergehen 12 Jahre. Durchschnittlich werden die beiden Himmelsobjekte durch eine Distanz von 778 Millionen Kilometern voneinander getrennt. Folglich fallen auch die mittleren Temperaturen, die in den oberen Schichten des Gasriesen vorherrschen, in klirrend kalte Tiefen. Im Durchschnitt steigt das Thermometer hier nicht höher als minus 108 Grad Celsius. Je tiefer wir jedoch in das Innere des Gasplaneten vordringen, umso weiter steigen auch die Temperaturen an. In Kombination mit den stetig erhöhten Druckverhältnissen in den innersten Regionen des Planeten verändert sich auch der Zustand der dort vorliegenden Stoffe. Mittlerweile ist bekannt, dass der galaktische Koloss von mindestens 79 Monden umgeben ist. Die größten und mit Abstand bekanntesten aller Jupiter-Satelliten sind die 4 galileischen Monde. Wie es der Name der Trabanten bereits erahnen lässt, wurde Ganymed, Callisto, Io und Europa von niemand Geringerem als dem weltberühmten italienischen Forscher Galileo Galilei entdeckt und beschrieben. Der galaktische Gigant.
Ein Blick auf die Gesamtansicht des Planeten zeigt uns, welche optische Vielfalt den Gasriesen kennzeichnet. Besonders einprägsam sind dabei die auffälligen Streifenmuster, welche den Planeten entlang seiner Äquatorebene zieren. Wie wir auf der von der Raumsonde Cassini gemachten Aufnahme gut erkennen können, kommen diese charakteristischen Muster nicht nur in unterschiedlichen Größen und Formen, sondern auch in verschiedenen Farbgebungen daher. Im Detail wird diese galaktische Farbenpracht durch die unterschiedlichen Gase kreiert, die in der Atmosphäre des Jupiters existieren. Dabei handelt es sich vor allem um Ammoniak- und Schwefelstrukturen, welche sich optisch scharf voneinander abgrenzen. Die eingehende Erforschung dieser Gebilde lieferte schließlich die Erkenntnis, dass die Gasbahnen regelmäßige Veränderungen durchlaufen. Diese betreffen nicht nur die Ausdehnung der unverwechselbaren Streifen, sondern auch deren Färbung. Ein genauerer Blick auf diese atemberaubenden Aufnahmen zeigt uns, dass die unzähligen Bahnen immer wieder mit auffälligen, kleinen weißen Punkten gespickt sind. Was uns auf der Gesamtansicht des Planeten zunächst wie äußerst kleine Gebilde erscheint, sind in Wahrheit tosende Stürme, die regelmäßig über den Jupiter hinwegfegen. Der große rote Fleck. Wie gigantisch die Wirbelstürme auf Planeten von der Größenordnung eines Jupiters ausfallen, wird uns klar, wenn wir uns mit dem sogenannten großen roten Fleck beschäftigen. Im Detail handelt es sich dabei um einen tosenden Antizyklon, dessen Durchmesser in etwa 1,5-mal so groß ist wie der unserer Erde. Das gigantische Gebilde wütet seit mindestens 200 Jahren in den obersten Atmosphärenschichten des Gasriesen, womöglich allerdings schon bedeutend länger. Wodurch die typische Färbung des großen roten Flecks hervorgerufen wird, ist derzeit noch ein galaktisches Rätsel. Fest steht, dass das Gebilde bis zu 8 Kilometer über die umliegende Wolkendecke hinwegragt und in der jüngeren Vergangenheit deutlich kleiner und kreisförmiger wurde als zuvor. Die Experten vermuten, dass diese Veränderungen auf die Wechselwirkungen mit anderen Jupiterstürmen zurückzuführen sind. Weitere Sturmgebilde. Wie wir auf der Gesamtansicht des Jupiters bereits erkennen konnten, wird der Gasplanet nicht nur vom großen roten Fleck, sondern von etlichen weiteren Wirbelstürmen geziert. Diese peitschenden Gebilde erreichen nicht selten Geschwindigkeiten von mehr als 500 Kilometern pro Stunde und erweisen sich zudem als weitaus langlebiger als ihre irdischen Gegenstücke. Dabei haben die Wirbelstürme selbstredend einen direkten Einfluss auf ihre unmittelbare Umgebung. Sobald die Strukturen langsam abflauen und schließlich zum Erliegen kommen, stellen sich zwischen den Polen und der Äquatorregion signifikante Temperaturunterschiede ein. Das sogenannte weiße Oval, eine Struktur, die in etwa den gleichen Durchmesser wie unsere Erde aufweist, stellt den Zusammenschluss aus drei ursprünglich voneinander unabhängigen Stürmen dar. Die Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigten, dass sich die Färbung des Gebildes im Laufe der Zeit von weiß zu rot geändert hatte. Im Englischen wird der Wirbelsturm, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 600 km/h erreicht, daher auch als Red Spot Junior bezeichnet. Seit dem Jahr 2008 wissen wir, dass auf dem Jupiter auch ein weiterer, dritter roter Sturm wütet. Jupiters Nordpol. Bei der folgenden Aufnahme handelt es sich um ein computergeneriertes Bild, welches auf einem Infrarotbild vom Nordpol des Gasriesen basiert. Dabei führt uns die Abbildung eindrucksvoll vor Augen, dass auch die Polregionen des Himmelskörpers von denkbar stürmischen Umständen begleitet werden. Genauer gesagt zeigt das Bild die Struktur eines einzigartigen Zyklonenmusters. Die Mitte dieses tosenden Gebildes wird von einem großen zentralen Zyklon geziert, welcher seinerseits von 8 eigenständigen Sturmstrukturen umgeben ist, die einen Durchmesser zwischen 4000 und 4600 Kilometern aufweisen. Der Südpol des Giganten. Auch die gegenüberliegende Polregion wird von extremen Sturmformationen heimgesucht. Genau wie am Nordpol finden wir auch in den südlichen Gefilden des Himmelskörpers einen einzigartigen Verbund aus mächtigen Zyklonen. Auch hier bildet ein großer Wirbelsturm das Zentrum des Gebildes, um welches sich 5 weitere Zyklone angesiedelt haben. Der Durchmesser dieser Strukturen pendelt sich dabei zwischen 5600 und 7000 Kilometern ein. Wie praktisch alle Formationen, die den größten Vertreter unseres Planetensystems zieren, sind auch diese Zyklone einem ständigen Wandel unterworfen.
die galileischen Monde. Zum Abschluss unseres heutigen Ausfluges in die Gefilde des Jupiters möchten wir zusammen mit euch noch einen Blick auf die vier großen Satelliten des Gasplaneten werfen. Was uns bei einem Blick auf Europa, den kleinsten der galileischen Monde, sofort ins Auge sticht, sind die zahlreichen Risse und Gräben, welche die Oberfläche des Trabanten zieren. Neben diesen Brüchen der Oberflächenstrukturen, welche im Zuge dynamischer Prozesse im Erdreich entstanden, ist es jedoch vor allem eine drängende Vermutung bezüglich des Jupitermondes, die uns gebannt in Atem hält. So sind die Experten davon überzeugt, dass unterhalb der dicken Eishülle des Satelliten ein subglazialer Salzwasserozean ungeahnten Ausmaßes existiert. Ganymed. Mit einem Äquatordurchmesser von 5262 Kilometern avanciert Ganymed nicht nur zum größten natürlichen Begleiter des Jupiters, sondern auch zum größten bekannten Mond im gesamten Sonnensystem. Auch das stark ausgeprägte Magnetfeld macht den Himmelskörper in der Riege der Monde einzigartig. Die dicke Eiskruste, welche die Oberfläche von Ganymed ziert, ist infolge zahlreicher tektonischer Aktivitäten mit den unterschiedlichsten Landschaftsformationen gespickt. Auch die unzähligen Einschlagskrater sind seit jeher charakteristisch für das Antlitz des Mondes. Io. Die Oberfläche des innersten der vier großen Jupitermonde, Io, gleicht einem feurigen Flickenteppich. So beherbergt der Mond Dutzende von vulkanischen Gebilden, von denen viele bis zum heutigen Tage aktiv sind. Tatsächlich weist kein anderer bekannter Himmelskörper in unserem Sonnensystem einen derart ausgeprägten Vulkanismus auf wie der galaktische Begleiter des Jupiters. Allerdings handelt es sich bei den meisten Vulkanen, die wir auf dem Trabanten vorfinden, nicht um Feuerberge im klassischen Sinne, sondern um sogenannte Kalderen. Das sind kesselförmige Vertiefungen auf der Oberfläche, die regelmäßig Rauch und Asche spucken. Callisto. Mit ihrem Durchmesser von 4820 Kilometern belegt Callisto in der nach der Größe sortierten Liste der galileischen Monde den zweiten Platz. Die zerklüftete Oberfläche des Satelliten zeugt davon, dass der Jupitermond in der Vergangenheit von zahllosen galaktischen Flugkörpern getroffen wurde. Neben dem Saturnmond Phoebe gehört Io demnach zu den Monden im Sonnensystem, welche die höchste Dichte und Anzahl an Meteoritenkratern aufweisen. Genau wie im Falle von Europa glauben die Forscher, dass unterhalb der teilweise 200 Kilometer dicken Eisoberfläche des Trabanten ein subglaziales Meer schlummern könnte. Eure Meinung interessiert uns. Welche Aufnahme des Gasriesen und seiner Monde hat euch am meisten fasziniert? Wir freuen uns schon jetzt drauf, eure Gedanken zu unserem heutigen Video in den Comments zu lesen. Werft abschließend gerne auch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, die wir im Abspann für euch verlinkt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.